Hey zusammen, herzlich willkommen wieder auf der Baustelle. Ich möchte euch wieder einen kleinen Überblick über die gesamten, über den derzeitigen Stand geben und auch die eine oder andere Frage heute beantworten. Wir legen erstmal los mit was nicht so schönem, und zwar gab es einen kleinen Wassereinbruch. Wir mussten die Böden nochmal ziemlich weit aufmachen. Und zwar kam nämlich durch die Decke Wasser, also auch hier im Flur ist Boden auf. Hier trocknen die ganzen Dämmungen gerade. Da kam nämlich durch die Decke leider ganz viel Wasser bei den starken Regenfällen der letzten Tage rein. Und zu der Überraschung aller, es bannte sich dort vom Flur, also da kam es runter, verfluchte Scheiße. Lahir kam es runter. Da oben, hier kam es runter. Da bannte sich tatsächlich durch den ganzen Flur hier rum bis ins komplette, also fast die Hälfte vom Wohnzimmer durch. Also da war komplett alles durchnässt. Wir haben jetzt die ganzen Dämmungen hier auch zwischendrin raus und zum Trocknen. Teilweise sind sie wieder drin. Das gute Wetter spielt jetzt ein bisschen mit. Ja, ansonsten gab es Neues im Badezimmer. Da wurden jetzt die Rohre verlegt. Rohre verlegen ist immer schön. Und das heißt, es ist Fortschritt in der Baustelle. Da kommt ja das Klo, wie besprochen, hin. Dann sind schon die Rohre auch nach oben leicht verlegt worden. Und da war jetzt von jemandem die Frage, welche Heizungsart hier genutzt wird, und zwar Fernwärme. Der Vorteil ist, ich habe schon im Vorderhaus vor 3 Jahren Fernwärme legen lassen. Also das Haus besteht aus 2 Teilen, ein Vorderteil, Vorderhaus und ein Hinterhaus. Das ist hier das Hinterhaus, in dem wir uns befinden. Und ich habe bereits vor 2 Jahren im Vorderhaus komplett Fernheizung legen lassen. Und an die Fernheizung, die wurde schon damals so ausgelegt, dass auch an die Fernheizung das komplette Haus hier angeschlossen werden kann. Da wurden jetzt Rohre nach hinten verlegt. Ja, dann wird derzeit das Dach oben gemacht, durch das das Wasser reinkam. Das war notwendig, damit es beim nächsten Regen nicht wieder der Fall ist. Ich meine, wir hatten Glück, dass es jetzt passiert ist, und das muss man wirklich sagen, und nicht, wenn die Wohnung komplett fertig ist, weil irgendwann mal die nächsten Wochen sollte hier ja die Fußbodenheizung verlegt werden. Wenn ich mir vorstelle, dann wäre komplett das Wasser hier durchgelaufen, das wäre schon ein bisschen näher an einer Katastrophe. Ansonsten, wie gesagt, Stand heute, Heizungsrohre sind verlegt worden, Wasser zur Leitung ist verlegt worden, das Dach wird gemacht, und dann geht es, glaube ich, nächste oder übernächste Woche mit der Fassade los. Und dann melde ich mich einfach wieder. Bis dann!